Wer ein günstiges Android-Tablet sucht, der ist bei der A-Klasse von Samsung richtig. Die A-Klasse überzeugt seit Jahren mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch das neueste, das Galaxy Tab A7, soll vor allem mit einem niedrigen Einstiegspreis punkten. Computerbild hat getestet, was das Tablet kann. Das Gerät kostet keine 300 Euro. Trotz des günstigen Preises bietet das Tablet einen Hauch von Luxus. Die Technik steckt in einem Metallgehäuse, das sich gut anfasst und einen robusten Eindruck macht. Das weitere Design ist geprägt von Minimalismus. Außer des Herstellerlogos, der herausstehenden Kamera und den Lautsprechern gibt es wenig zu entdecken. Vorn sieht es nicht anders aus. Das liegt auch an einem randlosen Look mit möglichst dünnem Rahmen um den Bildschirm. Das klappte jedoch nicht ganz. Die Balken sind deutlich dicker als bei anderen Tablets, die allerdings oft mehr kosten. Der breitere Rand verhindert allerdings, dass Nutzer versehentlich auf den Bildschirm tippen. Auf dem Papier macht das Display eine gute Figur. Die Auflösung ist für ein günstiges Tablet in Ordnung. Nur Pixel allein reichen aber nicht für ein gutes Bild. Beim Galaxy Tab A7 hätte der Bildschirm gern etwas heller sein dürfen. Außerdem wäre eine kräftigere Wiedergabe von Farben wünschenswert. So wirken Bilder und Fotos auf dem A7 etwas blass. Nur bei den Kontrasten schneidet das Tablet wirklich ordentlich ab. In der Summe lieferte das Tab A7 aber eine ordentliche Bildqualität. Im Inneren kommt ein 8-Kern-Prozessor zum Einsatz. Hört sich nach viel Power an, im Test entpuppte sich der Chip aber als Leichtgewicht. Grafisch aufwendige Titel stemmte er nur mit Mühe. Nur bei heruntergeschraubten Grafikeinstellungen lief es wirklich flüssig. Schön sah das Geschehen auf dem Schirm dann aber nicht mehr aus. Das ist bei einem günstigen Gerät aber auch zu viel verlangt. Einfache Games stellten das Tab A7 aber weniger vor Herausforderungen. Gleiches gilt für das Surfen im Netz oder das Ansehen von Videos auf YouTube. Die Performance reicht, um sich bei Langeweile mit dem Tablet auf die Couch zu lümmeln. Mit über 8 Stunden hält das Tab A7 bei intensiver Nutzung ziemlich lange durch. Zu weit sollte die Steckdose aber auch nicht entfernt sein. Zwar unterstützt es schnelles Laden, das nötige Netzteil legt Samsung jedoch nicht in die Box. Mit dem mitgelieferten Adapter kriecht die Ladeanzeige in über 5 Stunden auf 100%. Ein weiterer Nervpunkt, der Speicher fällt knapp aus. Er lässt sich aber immerhin per Micro-SD-Karte erweitern. Zusätzlich gibt es Platz für eine SIM-Karte. Via LTE gehen Nutzer mit dem Tab A7 dann mobil online. Das Samsung Galaxy Tab A7 eignet sich besonders gut als Familientablet für den Couchtisch. Die Performance ist okay, der Akku hält lange durch. Was will man mehr? Sparfüchse kommen sogar günstiger ans Tablet, wenn sie auf die LTE-Option verzichten. Dann gibt es das Tab A7 schon für um die 200 Euro zu kaufen.